57, 52. Ja, mit Karte. Gerne. Einfach einmal einstecken oder... Ja, kommen Sie her. Ja, einfach hier draufhalten. So, einmal die Karte zurück. Und bitte einmal den PIN eingeben. Ich gucke auch weg, ja. Haben Sie. Perfekt. Darf ich Ihnen ein Angebot machen? Darf ich? Wir haben momentan Duplo im Angebot, 2 Stück für 1 Euro. Interessiert? Genau, diese 2, also 1 und 2, bekommen Sie jetzt nur bei uns, 2 Stück. Für 1 Euro. Ich bin mir sicher, dass die Autofahrt noch um einiges entspannter machen wird mit einer schönen Praline. Der längsten Praline der Welt, um genau zu sagen. Kein Interesse, okay. Okay, kann ich Ihnen vielleicht was anderes anbieten? Ein Kaffee, was anderes Süßes, ein 50-Euro Amazon-Gutschein oder eine Wäsche. Übrigens, bevor Sie jetzt gehen, sind Sie Mitglied bei uns? Ja, Ihr Einkauf jetzt 57,52 Euro. Es ist so, dass Sie da Punkte bekommen können. Wir sind da so ein bisschen wie so der, ja, wie so der Konkurrent, der blaue Konkurrent mit den Punkten. Sie wissen wahrscheinlich, wen wir meinen. Genau. Und da können Sie eben Punkte sammeln bei uns. Nein, das kostet überhaupt nichts. Es sind nur ein paar Fragen und dann sind wir fertig. Machen wir eben kurz, okay. Brauchen Sie einen Kassenbon eigentlich, bevor ich das... Brauchen Sie, okay, dann bekommen Sie den gleich direkt, weil dann bekommen Sie Punkte direkt da drauf, okay? Okay, dann brauche ich nur kurz 1, 2 Daten, also Name, Vorname und Adresse. Und die Adresse. Das ist die Nummer. Okay. Haben Sie eine Telefonnummer für mich, wo man Sie erreichen könnte? Ja, genau. Okay, perfekt. Dankeschön. Und dann brauche ich noch eine E-Mail-Adresse, wenn ich das gerade so sehe. Ja, wir brauchen noch eine E-Mail-Adresse. Ja, okay. Bitte. Nee, ich bin noch nicht so lange hier. Nein. Ehrlicherweise noch nicht, merkt man das. Ja, das soll auch tatsächlich nur zum Übergang dienen. Das soll nur zum Übergang dienen, bis ich dann meine Ausbildung beginnen kann. Ja, ich habe noch keine, nein. Ja, wir schauen mal. Ja. Genau. So, dann wäre die Karte jetzt bei Ihnen registriert. Sie können so lange, bis Sie die Karte erhalten, das ist so eine kleine Pappkarte halt. Ist es eine Pappkarte oder ist es eine Chipkarte? Ich kann es Ihnen gar nicht sagen, ehrlicherweise, ob das wirklich rein Pappe ist oder ob das wirklich so eine Chipkarte ist. Sie werden eine Karte bekommen. So, geben Sie im Zweifelsfall bis dahin Ihren Namen an, weil das kann auch mal 2, 3 Wochen dauern, okay? Perfekt. Gut, dann bekommen Sie den Kassenbon jetzt von mir einmal. Einmal für Sie. Jawohl. Noch weitere Wünsche? Doch, noch was, ja. Was darf es denn sein?
Eine Wasche wollte ich sagen, eine Wäsche. Eine Wäsche, ja klar. Welche möchten Sie denn? Sie wissen nicht, welche es gibt. Kein Problem. Wir haben drei Stück. Bronze, Silber oder Gold. Kosten dann 10, 12,50 € oder 15 €. Soll ich Ihnen die kurz präsentieren? Kann ich machen. Wir haben hier die Waschstraße, ne? Also wir reden über das Richtige, genau. Okay, ich muss das selber kurz vorlesen, okay, bitte. Ja, ich kenne mich da noch nicht so aus. Also, Bronze ist natürlich unser Klassiker. Da ist dann Hochdruck- und Felgenreinigung, Schaumwäsche und natürlich die Trocknung. Standard. Beim Silber ist dann neben der Hochdruck- und Felgenreinigung, der Schaumwäsche und der Trocknung auch noch eine intensive Pflege mit auffallendem Perleneffekt dabei. Das ist schon natürlich normal. Und bei Gold, da haben Sie dann die Möglichkeit, neben den genannten Sachen, also Hochdruck, Felgenreinigung, Schaum, klar, Trocknung und der intensiven Pflege mit dem Perleneffekt, auch noch die Möglichkeit, aktiven Glanz mit einem Bulli-Effekt und brillantem Schutz zu bekommen. Gold, perfekt. Das macht dann 15 € extra. Sie würden von mir dann jetzt gleich einen Code bekommen. Genau, Sie bekommen einen Code. Den tippen Sie bitte gleich am Eingang einfach ein. Steigen Sie ruhig wieder ein oder Sie bleiben draußen, wie Sie möchten. Und dann können Sie dort durch die Waschanlage fahren. Okay, perfekt. Gold für 15 €. Kommt dann noch was zu? Kaffee zum Beispiel. Kaffee, ein Snack oder sonstiges. Okay, dann machen wir das jetzt gleich noch dazu. Okay. So, habe ich hier, da habe ich ihn schon. So. Jetzt gleich bitte einfach den Code ein. Genau, der ist ganz einfach. Der ist wirklich einfach. Was haben Sie denn für ein Auto, wenn ich fragen darf? Passiert da nichts, wenn man die draußen lässt. Wir sind aus versicherungstechnischen Gründen aber darauf angehalten, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihnen empfehlen würden, die Seitenspiegel während der Wäsche einzuklappen. Die werden trotzdem sauber, aber Sie haben nicht die Gefahr, dass die potenziell irgendwo dann doch, ja, einmal sich in die falsche Richtung knicken. Genau so ist es, genau so ist es. Aus versicherungstechnischen Gründen ist das Pflicht zu nennen. So. Bitte. Einen Kaffee hätten Sie noch gerne. Gerne. Was darf es denn für einen sein? Einen normalen Kaffee. Latte Macchiato und Cappuccino und Espresso. Einen normalen Kaffee, sehr gerne doch. Lassen Sie mich da schon mal starten. Okay, so. Möchten Sie das Ganze in einem ganz normalen Pappbecher to go? Oder darf ich Ihnen für 1 € mehr diesen schönen Mehrwegbecher anbieten? Der Vorteil hiervon ist natürlich, Sie hören das. Es ist nicht diese beschichtete Pappe, die unfassbar, ja,
schlecht für die Umwelt ist, insbesondere halt diese Beschichtung. Oh, furchtbar. Das hier ist ein Mehrwegbecher, den Sie dann jedes Mal wieder mitbringen können. Jedes Mal einfach wieder mitbringen. Und das Schöne ist, und das ist ja eigentlich der Punkt, wieso sich das dann doppelt lohnt. Hiermit bekommen Sie sogar 50 Cent Rabatt auf Ihren Kaffee. Also Sie zahlen ja jetzt hier für den Kaffee 2 Euro. Ja, Tankstelle, ne? Tankstelle. Also 2 Euro, das kann ich ja schon mal eintragen. Aber hiermit würden Sie dann nur noch 1,50 Euro zahlen. Das bedeutet, wenn Sie jetzt 1 Euro mehr für diesen Becher zahlen, dann haben Sie bereits beim dritten Kaffee 50 Cent plus gemacht. Oder gespart, besser gesagt, ja. Fantastisch, oder? Ja. Genau, der ist ganz entspannt, weil weiß von innen, ja. Sagen muss, wir haben also zwei Komponenten, den Deckel und den Becher an sich. Schauen wir uns jetzt nur den Becher an. Der ist wunderbar fest. Der wird auch nicht so super, super warm. Aufpassen sollte man, aber ja. Und der große Vorteil, Mikrowellen sicher, können Sie also theoretisch auch in die Mikrowelle mal stellen, wenn Sie den mal zweckentfremden wollen, zum Beispiel für einen Kuchen, den man so da drin macht. Und auf der anderen Seite auch wunderbar spülmaschinenfest. Genau. Ja, hier steht alles Mögliche drauf. Mehrwegwunder, Kaffeekübel, oh schade, schon Leerbehältnis, Becher to go. Wegbegleiter, Mikrowellenfreund, wie gesagt. Ach komm, einer geht noch, Becher und alles Mögliche. Und dazu haben wir eben diesen Deckel, der aus einem sehr angenehmen Material auch ist. Hier die Möglichkeit, das Ganze zu öffnen. Und auch das hier natürlich spülmaschinenfreundlich, allerdings nicht für die Mikrowelle gedacht. Das sollten Sie lassen. Genau, einfach hier öffnen. Na. Zack. Und dann können Sie da einen kräftigen Schluck draus trinken. Und der ist auch wunderbar. Hier oben ist so eine kleine Kuhle. Dort drin verschwindet dann auch der Griff direkt, sodass der nicht stört oder sowas. Insgesamt, wie gesagt, eine super Sache, wie ich finde. Sein. Ja, sehr schön, dann mache ich da den Kaffee rein. So, dann starten wir mal die Maschine. So, dauert einen Moment. Wie sieht's denn aus mit einem Snack? Sie hatten ja gesagt, die Duplos. Nicht so ihre, so die beiden. Nicht so, okay. Okay. Darf ich Ihnen noch was anderes vorstellen? Vielen Dank, mache ich. Okay, aber erstmal. Oh, da qualmt es schon. So, dann machen wir hier einen Deckel da drauf.
Passen Sie ein bisschen auf, ja, der wird jetzt noch ein bisschen warm. Aber Sie merken, ich kann den schon noch in der Hand halten, ohne Probleme. Lassen Sie es sich schmecken. Jawohl, gerne. Also, ein weiterer Snack, den ich sehr, sehr lecker finde, den ich nur empfehlen kann. Hanuta-Riegel. Sie müssen natürlich nicht die gesamte Packung hier kaufen. Da sind 5 Stück drin. Die Packung ist jetzt hier eben noch geschlossen. Aber ich öffne die natürlich sehr gerne für Sie. Aber klar, mache ich gerne. Leckere Milch und Haselnusscreme zwischen knusprigen Waffeln umhüllt von Milchschokolade mit knackigen Nussstückchen. Ich weiß nicht, ich persönlich war nie so der Riesen-Hanuta-Fan tatsächlich. Ich fand Hanuta immer so ein wenig ranzig, hätte ich fast gesagt. Ja doch, ich fand es immer ein bisschen ranzig. Aber die hier. Bombe. Bombe. Natürlich aufpassen, wie bereits gesagt. Hier ist natürlich ordentlich Nuss drin. Sollten Sie also dagegen allergisch sein oder das Ganze bedenken, für einen Freund oder eine Freundin mitzunehmen. Vielleicht nicht für jemanden mit einer Nussallergie optimal. Haben Sie Interesse? Ah, eins dieser Babys kostet nur 70 Cent für Sie. Eins dieser Dinger, das sind insgesamt 34,5 Gramm. Interesse? Ich kann es Ihnen ja mal zeigen. Ich mache das Ganze hier mal entspannt auf. So. Und da haben wir Sie, Freunde, schon. Und so sieht's dann aus. Trinken Sie ruhig schon einen Schluck von Ihrem Kaffee, das ist kein Thema. Sollten Sie übrigens Milch oder Zucker benötigen, so drehen Sie sich bitte um und füllen das selber ein, okay? Ganz einfacher Grund, jeder mag das unterschiedlich und es ist oft vorgekommen, dass wir dann zu wenig oder zu viel reingeschüttet haben und das dann neu machen mussten und das ist nicht optimal. Anbieten. Sie möchten 2. Perfekt. Für sich beide, oder? Alles okay, wenn für beide, für Sie ist es vollkommen okay. Dann hätten wir 2 Hanuta-Riegel. Ah, die werden Ihnen schmecken, wirklich. Okay. Dann hier, bitteschön. Jawohl. So, jetzt haben Sie ja schon eine ganze Menge.
Jetzt muss ich kurz noch die. Also unsere Goldwäsche für 15 Euro. Wir haben den Kaffee für 2 Euro. Wir haben den Becher nochmal für 1 Euro dazu. Und zweimal zu je 70 Cent die Hanuta-Riegel. Ist das korrekt? Perfekt. Ich hätte mich auch erschrocken, wenn das falsch gewesen wäre. Das wären dann gesamt jetzt nochmal 19,40 Euro, die nochmal dazu kommen. Möchten Sie wieder mit der Karte zahlen? Gar kein Problem, dann legen Sie doch bitte da drauf. Ja, tippen Sie ein. Ach nee, Quatsch, müssen wir ja gar nicht. Wir sind unter 50 Euro. Perfekt. Gut, die Zahlung ist autorisiert. Perfekt. Wunderbar. Dann kann ich Ihnen noch weiterhelfen. Nicht mehr. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald. Was? Ja, natürlich. Sie haben recht. Die Punkte für die 19,40 Euro werden genau jetzt Ihrem Konto gut geschrieben. Sehr gerne doch. Einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss.